Schlüssel sind das A und das O, das Geheimrezept. Kein Schlüssel. Was? Lass mich doch kacken und sag mal. Ey, ist da jetzt im Waschhaus geplatzt oder was? Wo ist denn da hin? Amdu, grüß dich. Schau durch die Regale oben an der Treppe. Ja, einer hat da, ist da irgendwo gelaufen. Schlüssel. Oh, jetzt. Unten, okay. Da komme ich, glaube ich, gar nicht mehr hin. Also ich könnte theoretisch hin, aber... Alter. Man muss nicht. Jetzt habe ich ja hier einen besseren, sozusagen. Ich habe jetzt zwei Fluchtwege hier raus. Aha, aha, aha. Ich hab den Hammer noch nicht, ne. Ich könnte wahnsinnig werden. Jeder hat den schon. Ich finde ihn nicht. Ich habe noch nicht mal einen Hammer gesehen. Alter. Das scheppert ja richtig. Keine Roller, keine Roller.
was zu trinken? Nee. Nur ein Klo auf dem Kopf. Was? Wo? Wann? Ja, waren das jetzt? Der Sniper ist ja noch da oben. Austricksen kann. Ich sehe meinen Retter nicht mehr. Ey, stirbst du mal, du Idiot. Gibt's denn sowas? Ich muss doch drauf sein. Hey, willst du mich verkackeiern? Du willst mich doch verarschen. Die Knochen gebrochen, der Hund. Ey, ich muss doch, ich war doch drauf auf dem Kerl, Alter. Jetzt hört's auch mal auf hier. Die spinnen doch. Klar, weil es so schön ist. Leck mich doch am Arsch, Alter! Das gibt's doch nicht! Schon wieder an so einem Dreckske verreckt, Alter! Das kann doch nicht sein! Tarkov ist absolutes Neuland. Für uns alle hier in Deutschland. Weil das Internet haben wir gerade so erkundet, ist gerade so verkraftet, dass es sowas gibt. War schwer für uns zu begreifen. Die Menschheit stand kurz vorm Abgrund, sollte sich schon zu Tode stürzen. Internet, was ist denn das? Ist das was zum Essen? Nee. Scheiße. Naja, und jetzt haben sie Tarkov entdeckt, der Ofen komplett aus. Ist der Ofen komplett aus, ja. Wo bin ich denn hier überhaupt, sag mal? Ey, es wird echt Zeit, dass man wieder mehr Tarkov spielt. Ich habe hier auf gerade Interchange. Ich war hier vorhin schon mal, glaube ich. Aber es müsste Idea sein. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Internet, das ist eine Totgeburt, meiner. Das ist doch eine Totgeburt. Das hat doch keine Zukunft. Aber macht schon Spaß. Also es macht schon Spaß wieder Tarkov suchten. Ja, es ist schon geil, wenn man denn mal auch mal ein bisschen Loot rauskriegen würde, Mann. Und nicht alle drei Meter lang von einem Skeff erschossen wird. Die zweimal, ich war voll mit Loot. Weiß ich, renne über ganz Wutz, ballere da hinten die Skeffs an der Hütte, überlebe alles. Kein Spieler mehr in die Quere, kommt nichts. Ich komme ans Skeff, ans Emmercom-Camp. Ach, drei Skeffs. Und einer hat mir den Rest gegeben. Das glaubst du doch nicht, Mensch. Na ja, doch.
Und dann mein, Happy New Year habe ich übers Handy aktiviert, ist out of time, das habe ich nicht mehr gekriegt. Mein Ach so? Paket. Oh, ich habe das gestern gemacht, also gestern ja, ging es noch. Ja, ich habe es aber übers Handy aktiviert. Aha. Gehabt. Mag aber sie nicht oder was? Handy, auch sowas, totgeburt, aber keine Zukunft. Mensch. Deswegen, ich habe es normal übers Internet gemacht. Ja, ich sag's dir, so eine Scheiße. Ja, so immer, Alter. Alles Mist. Alles leer hier. Oh, ich habe auch bloß noch 9 Minuten. Das ist ja mal. Puh. Nochmal ein kurzer Rand. Ey, manchmal bist du hier drin als Käfer, so 32, 33 Minuten noch. Und jetzt haben sie hier wieder. Oh, was Totes. Ausgelutscht wie eine Zitrone, Junge. Ausgepresst. Boah, was ist... Alter, ich bin total überfordert. Okay, was ist Boah, geil. Und nochmal, hat den einen Skeff erschossen oder was ist hier los? Nur hat er einen Skeff erschossen, Alter. Ich sag's dir, die Skeffs, Alter, das ist nicht mehr feierlich. Die legen dich um. Benji hatte vorhin auch eine Leiche, auch vom Skeff erschossen. Ich sage ey, so zu ihm. Ja, sind wir wenigstens nicht die einzigen. Die würde ich aber auch gerne mitnehmen, aber naja. Na gut, dann. Kriege ich nicht mal hier rein. Du bist ja gerade im Skeff ran, ne? Ja. Dann starte ich jetzt auch schnell ein. Na, ich komme jetzt raus, Günther. Ich komme jetzt raus. Brauchst ja, nicht okay, rein. Ach so, du willst mal zur Aufwärmung einen Skeff ran machen. Was heißt zur Aufwärmung? Ich habe gar keinen. Ja, egal, wir können auch so rein. Was kostet die Welt? Du kannst auch machen Skeff. Du machst einen Skeff. Ja, das dauert sowieso nicht lange. Bin ja gleich tot. Nee. Tot. Als Skeff geht's eigentlich, muss ich sagen. Ja, ich wollte es eigentlich. Weil da schießen die Skeffs nicht auf dich. Na, ich mache jetzt einfach ganz schnell einen Zollgeländerand. Vielleicht kriege ich das raus, was er da hat, dann sterbt, weißt du, damit ich nicht gleich mein Gear alles. Ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung, was ich hier machen muss. Zumindest eine schnelle Runde, damit ich ein bisschen Gear habe, ohne dass ich gleich meine. Ich habe noch kein Hideout. Ja, ich habe noch nichts. Ich habe noch nicht mal alles von Händlern freigeschaltet. Ja. Sag mal, habe ich eigentlich. Mann, ich brauche endlich mal einen Hammer hier, sonst kotze ich. Nicht mal den verfickten Hammer gönnen sie dir, Alter. Nicht mal die Butter auf dem Brot. Brauchen wir fürs Hideout, habe ich gesehen, ne? Ja. Ah ja, ich hab mir vorgenommen, diesen Vibe lasse ich es absolut chillig angehen. Was? Ich hab's genau andersrum vorgenommen. Nee, ich hab gar keinen. Ich will das Spiel genießen. Und nicht immer heulen, wenn ich sterbe. Ja, das mache ich auch. Hammer liegt am Ah ja, stimmt, danke. Hat man ja vorhin schon. Will ich auch, aber ich will es in vollen Zügen genießen. Ich ärgere mich an. Ja, wenn du stirbst, ist schon kacke, aber weißt du, wenn du andauernd stirbst und permanent von Skeps, das ist richtig kacke. Und das ist dann aber auch. Es wird ja nicht besser, je weniger du spielst, weißt du? Deswegen, sagen wir mal, ich spiele 10 Raids und werde 8-mal von Skeps erschossen. Und du spielst 5 Raids und wirst 3-mal von Skeps erschossen. Das nimmt sich ja nichts, weißt du, was ich meine? Ja, das schon. Nein, ich meinte, so, ich will es ruhig angehen lassen, ohne dass ich mir selber einen Druck mache. Ich muss jetzt schnell auf Level 20. Ach so, nee, ja, das, ja. Das meine ich nicht, das Spielen, dass ich jetzt sage, du, ich spiele es nur einmal in der Woche. Das meine ich nicht. Ja. So, aber ich will mich nicht. Letztes Mal hatte ich so, weißt du, hab gleich angefangen und gleich die Mission bin mit Zoowärter Tage und Nächte bis 3 Uhr morgens, Alter, alles ja, durchgezockt. Nee, dann ist nachher auch nicht mehr so viel zu holen, weißt du? Wir waren schnell auf Level 42 ne, oder 40 und dann, ne? Aber jetzt so mache ich das einfach easy. Ich fuchs mich da ganz langsam wieder rein. Guck mal, wie es wird. Also, ja, ich mache meine Quests oder versuche meine Quests zu schaffen und wie es ist, so ist es. Und wenn ich es nicht hinkriege, dann geht's halt weiter, aber ich muss das mal nutzen jetzt, weil auch gerade im Winter ist jetzt halt
keine Pause, sprich kein Urlaub, der dazwischen kommt, wie im Sommer, weißt du? Da ist ja immer der Sommerurlaub dazwischen. Und der holt mich immer komplett raus. Dann komme ich nie wieder rein. Das ist schon jeden Sommer das Gleiche. Na, ist ja gut zu wissen. Dann, wenn ich online komme, dann bist du meistens schon da, weil du zockst, ja. Dann ist das gut. Und für mich ist das gut. Ich spiele das sowieso nicht alleine. Also von daher. Ach so? Nee, das habe ich noch nie gerne gemacht. Ach so? Ich spiele es auch alleine. Mir ist es egal. Ich kann rechts wie links. Das ist auch gut so, aber ich kacke mir immer die Hose voll, weil ich alleine bin. Warum? Na, weil ich immer überall irgendwas höre. Ja, das mache ich auch, aber es muss... Und dann bleibe ich da sitzen und da ist da gar nichts und dann renne ich los und will looten und dann ist das schon alles gelootet und dann... Ne. Seitdem ich weiß, dass die größte Gefahr die Scavs sind, ist mir... Oh, da ist ein Spieler. Ein passendes Spiel. Immer noch 3 Minuten. Ist das immer noch so voll alles oder was? Warte mal. Muss ich gerade noch schießen? Klar. Scav. Na und? Was schießt er auf mich? Ich glaube, er hat auf mich geschossen. Glaube ich, 100%. Ich bin überzeugt. Absolut. Alter. Hat er guten Loot. Und der beißt sich richtig in den Arsch. Mir ist mein Scav kommen jetzt auch egal. Ich dachte, das ist ein Player, Alter. Vom Weiden sah er aus wie ein Player. Und dann haben wir uns beschossen. Ja, jetzt habe ich gesehen, das ist ein Scav-Spieler und ist er tot. Oh, ich muss hinmachen. Ich zieh mal Bleispender runter, wa? Oh ja, bitte. Ja, schön nicht, war ein Scav-Spieler, aber. Ja, der hätte dich obwohl niedergemacht. Mhm. Ja, wollte es. Hat er auf mich geschossen? Ich war mir nicht sicher. Also ich glaube, es kamen Schüsse in meine Richtung. Der hat mir einen 60er Mac, geil. Oh, geil, da hat es sich doch gelohnt. Scheiß auf Karma. Ja. Ja gut, normalerweise achte ich schon drauf, aber ich muss mich beeilen. Hau den billigen Helm weg, dann hast du Platz. Du hast recht. Ja, ich gehe jetzt hier wieder zurück, dann warte ich mit euch, das bringt ja nichts. 5 Minuten, Alter, das stimmt. 6 Minuten warte ich jetzt schon. Und wieder kein Hammer hier. Alter, leck mich doch. Was ist mit deinem Rucksack jetzt? 1 Minute 26. Die Body-Armor hätte ich auch gern mitgenommen. Ja, die wird nicht. Das weg? Doch, die was, eine kannst was, du anziehen, was, die andere. In, die kannst du. Ah, nee, kannst nicht anziehen. Du hättest es andersrum machen müssen. Die 6B13 anziehen und deine Weste und die in den Rucksack, die du dann hast. Ja, warte, kein Stress, das kriegen wir schon hin. Oh, M62, 2 Schuss. Oh. Das weg. Das, M62, das weg, das da rein. Die brauchst du. Hey, die wird schon aufheben. Warum kann ich nicht? Achso, das ist ja eine Body Armor, stimmt. So, was noch? Nichts weiter. Raus hier. Bitte. Nee, ich hab noch 30 Sekunden, ich muss jetzt. Nee, so links rein, ja. Nee, du siehst, ich bin doch schon längst auf dem Weg raus. Das ist durch die Verzögerung.